Ja, servus hier wieder mal meine überaus sehr, sehr, sehr geehrten Damen und Herren zur 21. Ausgabe der Stadtlinz-Serie. Dieses Mal wirklich im Kern von Linz. Es handelt sich um das Palais, um das kaufmännische Vereinshaus. Ja, dieses gibt es ja seit 1898, also jetzt schon, warte mal, kurz rechnen, genau, 125 Jahre, bis du deppert. Ja, ist im Zuge des Zweiten Weltkriegs ein bisschen zerstört worden, danach ist es wieder aufgebaut worden. Es ist immer wieder dazu gebaut worden. Beispielsweise gibt es jetzt eine neue Tiefgarage seit 2009. Es gibt einen direkten Zugang zum Gasthof Josef. Und das Palais selber besteht aus vielen Seen, zumal der Bildersaal, der Festsaal, der blaue, der gelbe und der rote Saal und noch einen habe ich jetzt nicht mehr am Schirm. Und natürlich auch zahlreiche Sektbars und auch noch Logen dann oben. Und ja, genau, das war es eigentlich. Ich werde in dem Video wenig reden, weil drin einfach mich keiner hört, weil so viele Leute sind. Ich werde aber zahlreiche Fotos machen. Und dann natürlich noch die Abmoderation. Ja, so dann viel Spaß mit der 21. Folge. So da, und hier ist auch schon wieder meine Abmoderation. Ja, man kann da wirklich nicht viel reden, weil überall wirklich was los ist. Ja, wir stehen jetzt noch in einem kleinen Zubau, der 2009, wo ja Linz Kulturhauptstadt war, dazugekommen ist. Dieser Neubau umfasst eine Tiefgarage, umfasst auch einen direkten Zugang zum Hotel Park Inn. Und halt eben wegen dem können jetzt Veranstaltungen im Palais für rund 1800 Personen gewährleistet werden. Ja, und ich stürze mich jetzt noch rauf ins Getümmel und dann würde ich schon wieder sagen, Servus, das war's hier von der 21. Ausgabe der Stadt Linz Serie und bis zum nächsten Mal.